Heiko ist irgendwo da drin. Wer das ist, aber er ist es nicht. Lass mal sehen, Hex. Hast recht, ist er nicht. Der Kerl hat ein paar interessante Sachen bei sich. Sattphone, Telefonkarten, 50.000 US-Dollar. Aber die gute Nachricht? Er sagt, er weiß, wo Kirilenko ist. Er will's uns sagen, wenn wir ihn gehen lassen. Gib uns ein paar Sekunden, okay? Hey, wie lange glaubst du? 10 Sekunden. Oh, 5, 4, 3, 2. Bingo. Verdammt. Hierher, Männer. Okay, ich habe Kirilenkos Position. Marines, wir brauchen eure Humvees und Waffen. Was Sie wollen, Sir. Was hast du dem Gefangenen gesagt, Sarge? Nichts, nur warum wir hier sind. Und er knickt da einfach so ein? Ja, er hat Familie in Houston. Texaner. Manchmal sind Soldaten auch nur Menschen, Mann. Okay, wir wissen nicht, was uns bei der Brücke erwartet. Also Augen auf. Könnte haarig werden, den Rückzugsweg zu sichern. Verstanden, Dagger One. Wir sind für alles bereit. Okay, wir schnappen uns den Kerl und dann heimwärts.
Bravo 2, wir kommen über die Brücke. Fives and 25 scannt weiter. Verdammt, Jen! Okay, Marlow. Schieß mit dem MG auf alles, was sich bewegt. Jede Menge Schutt auf der Straße, wohl Behelfsminen. Wir können nichts riskieren, müssen langsam vorgehen. Hinterhalt! Panzerwurst auf den Klippen! Wir kommen von der scheiß Brücke runter! Los, los, los! Ich mach so schnell ich kann! Heilige Scheiße, hier wimmelt's von Arschlöchern! Noch schneller und wir sind erledigt! Absolute Kugelmagneten, die sind hier überall, verdammte Kacke! Euch hat's schon aus! Acht in der Panzerfaust! Hab keine Munition mehr! Gebt weiter Feuerschutz und bringt uns endlich hier weg! Panzer, kommt! Hintern! Mann, da kommen eine Menge Ziele über den Fluss! Mach schon! Los, los, los! Okay, geht da! Mach schon! Alles sauber! Ziehen uns zurück! Verdammt! Scheiße, wir wären gerade fast am Arsch gewesen! Drück auf die Tube und bring uns hier raus! Pitbull, hier Digger 2-2. Wir sind im Tunnel und schicken euch J-Dam-Pakete zur Unterstützung den Tunnel entlang. Der Bastard geht nirgendwo hin. Verstanden, Digger 2-2. Eagle 6 ist unterwegs und in 10 bei euch. Ich warte gern auf ein Feuerwerk. Schöner als Silvester, hurra! Dann mal los, Leute. Verstanden, lieber Charlie. BMD auf 12 Uhr, nach rechts, los, los, los! Er ist hinter uns, der Scheißding ist hinter uns, wo ist die Luftunterstützung? Schalt die Taus aus! Los, Mann, mach sie fertig! Ja, so geht's! Weiter so, ja! Ganz genau! Wir kommen jetzt zur Siedlung. Konzentriert euch! Verstanden. Worauf sollen wir uns einstellen? Wir haben keinerlei Infos über dieses Gebiet. Die kümmern sich nur um die Küste, deshalb sind wir denen scheißegal. Aber wenn's brenzlig wird, steht Luftunterstützung bereit. Wo zum Henker sind die alle? Warum ist keiner hier? Scheiße, wir wurden gesichtet. Das ist da oben auf dem Hügel, ist ein Zeug. Vorsicht! Es ist ein Fahrzeug! Verdammt nochmal! Den Hügel runter! Ich sehe sie! Fackelt die Bastarde ab! Ich bin hier festgenagelt! Hier ist die Uhr, 6 Uhr! Werfe Bomben ab! Bereithalten! Bravo 2 hier, Riverguard. Das Kommando Süd plant, Bomben über Kirilenkos Position abzuwerfen. Ich habe versucht, mit ihnen zu verhandeln, aber keine Chance, die haben andere Prioritäten. Ich konnte aber etwas Zeit rausschinden. Geht da rein und stoppt Kirilenko. Riverguard hier, Bravo 2, haben verstanden. Ihr habt den Mann gehört, bewegt euch. Gleich regnet's Bomben und das war ein Tag mit vielen Hinterhalten. Ein Bitte wäre wohl angebracht. Hör auf zu meckern, Sweets. Gott verdammt! Ich bin nicht hätte. Gekommen, um mich jetzt abballern zu. Los, gehen wir! Bewegung! Wir haben keine Zeit!
Mach sie kalt, schnell! Wir reißen unsere Deckung in Stücke! Wir werden es nicht schaffen! Schnauze und beweg dich, Hacker, die Zeit ist knapp! Abflusstunnel. Ah ja. Sie haben Befehl, mich lebendig zu ergreifen. Genau. Danke. Erschießen, wenn er sich bewegt. Ja. Immer die gleiche Nummer. Wie bitte? Sie sagten, erschieß ihn, wenn er sich bewegt. Aber das werden Sie nicht. Sie sollten der Wahrheit ins Auge sehen. Die Wahrheit ist, wir sind die mit den Waffen. Sarge, das ist deine Ladeliste von der Sangre del Toro. Wer hat sie geschickt? Wir sollten lieber bald aufbrechen. Aguirre schickt sie, richtig? Er ist wirklich gerissen. Das war ein cleverer Schachzug, mich hier zu fassen. Sarge! Schachzug. Er hat gut gespielt, dass er so weit gekommen ist. Und sie auch. Das muss man ihn lassen. Vergiss ihn und beweg deinen Arsch! Scheiße! Küsst du deine Mutter mit diesem Mund? Ich bin stolz auf dich, Press!
auf dem Trockenen! Scheiße, du durchgeknallter kleiner Hippie! Ghost Rider, komm zur Rettung! Ich sagte, wir wissen nicht, ob er tot ist. Hoffen wir, dass es ist. Ansonsten... Ach, erzählen Sie uns was über das Schiff. Die Sangre del Toro war ein in Panama registrierter Frachter, der 49 vor der Küste von Peru verschwand. Wissen Sie, was er mit dem Schiff wollte? Was es geladen hatte? Oder wie es in die Wüste kam? Nein, weiß ich nicht. Aber wenn er es will, wollen wir es auch. Dann viel Glück. Hey, ich glaube, ich habe eine Lösung. Verstanden. Haggard! Okay, finden wir raus, was die hier angestellt haben. Nutzen die Imager, um die Sangre del Toro zu finden. Ich verstehe immer noch nicht, was Kirilenko mit dem alten Frachter will. Schätze, wir werden's rausfinden. Ghost Rider, hier Bravo 2-2. Kannst du diese Frequenz checken? 011 Alpha. Ja, okay, 3 Treffer. Ich lade sie auf eure Karte hoch. Thank you.
Festung! Scharfschütze! Jawohl, ich hab ihn! Feindliche Havox! Noch mehr Feinde oben am Landeplatz! Haltet sie auf! Bereit! Ich gebe uns Deckung! Ihr kümmert euch um die Helis, okay? Festgenagelt! Alle erledigt. Also, Bob Kaka. Nein, ich denke nur drüber nach, wie dieses scheiß Schiff hierher gekommen ist. So ganz ohne Wasser. Ich dachte nur, es könnte ja sein, wie bei den alten Kindern im Kanalsystem. Um ein, wenn sie, wie in der Bibel, es gibt 7 Jahre Dürre und sie hatten sich darauf vorbereitet. Okay, ist erledigt. Was zum Himmel? Preston, ich bleib hier und sehe zu, dass das Signal stabil bleibt. Du musst zu einem anderen Quadranten, während ich hier einiges justiere. Und vielleicht kriege ich auch was über Aguirre raus, während ich hier bin. Oh ja, Sangre del Toro, da bist du ja, du kleines Luder. Ich schicke dir gerade die Koordinaten.
Okay, Rock'n'Roll. Das Fahrzeug da sieht gut aus. Der Sand hier macht mich durstig.